call sign. Hallo, ich bin der Samtex Wookie und ich spiele Metro Redux. Wer hätte es gedacht, immer noch? Ja, immer noch, schon wieder. Das Game gab es schon auf der 360 und ja, da war es nicht so gut, grafikmäßig und so weiter. Jetzt gab es eine Neuauflage auf der One. Das haben sie dann ein bisschen verbessert für HD und so weiter. Es gibt dann nochmal Erfolge. Also spielst du Wookie einfach nochmal. Wir machen jetzt dann als erstes mal den Erfolg. Kaboom, das gibt 15G. Und da muss man 30 Feinde in die Luft jagen. Ja, mit Steuerkreuz nach oben könnt ihr Dynamitstangen werfen. Und da einfach ist es egal, ob es Feinde sind, Spinnen, tierische Art oder ja, menschliche Gegner, Aliens, das ist egal. Einfach 30 Feinde in die Luft jagen, dann kommt der Erfolg. Und jetzt, wenn es dann mal losgeht, da kommen sie. Das wird der erste Erfolg werden. Und das Blöde ist, da ist er schon. Ich habe im Vorfeld schon ein paar Gegner gemacht. Das sind 30 Feinde. Kaboom, Erfolg. Ja, mit dem Erfolg Kaboom ist das so eine Sache, die, also ich hab auch ganz viele Anläufe gebraucht, die springen immer überall hin, sobald das geflogen kommt. Am besten ist das Dynamit mit den Schrapnellengeschossen zu werfen. Die findet man nicht so oft, aber das sind am besten, das funktioniert am besten. Oder das Feuer eben, das geht auch. Das war das eine. Und der nächste Erfolg in dem Game ist Spinnenjäger. Sobald die Halle hier geklärt ist und die ganzen Feinde weg sind, wenn man die kaputt gemacht hat, geht es weiter. Und da kommt dann der Spinnenjäger. Erfolge mit Spinnen gibt es auch zwei Stück. Einmal, wie gesagt, der Spinnenjäger. Das heißt bloß, du musst 10 Spinnen töten, wie ist egal. Und der nächste Erfolg wird sein, 10 Spinnen auf den Rücken drehen. Das heißt, die muss man dann mit dem Feuer oder mit dem Licht so lange blenden, dass sie sich auf den Rücken drehen. Und wenn sie auf dem Rücken liegen, dann kaputt machen. Nur dann zählt der Erfolg. Und das wird dann, bringt dann auch 15G. Ja, das sind schnelle 60 Punkte, fast 60 Punkte, und ja, das geht ganz gut. Also so kleine Sachen, viele Erfolge werden nicht so beschrieben, was man machen muss, und manchmal macht man sie, dann klappt es nicht so, weil die Spinne vielleicht nicht auf dem Rücken lag oder ja, deswegen diese Videos. Das ist das eine. Also, jetzt geht da die Tür auf und dann geht's weiter. Dann kommt der Spinnenjäger. Das müsste dann soweit gewesen sein. Ja, und immer schön auf die Uhr schauen. Luft- und Gasmasken. Ich hing vorhin an einer Stelle. Habe ich bestimmt 10, 11, 12 Anläufe gebraucht. Ich hatte keine Gasmaske mehr. Dann war die Luft aufgebraucht. Ich hatte keine Filter mehr. Und war im Außenbereich. Und das war dann richtig hart, also dann auf die schnelle Gasmasken und Filter zu finden, ah, das ist dann schon heftig. Auch wenn man auf einer anderen Schwierigkeitsstufe spielt, jetzt nicht auf mal oder normal oder leicht. Aber es geht schon, also es funktioniert. Und das Game ist auch dann ziemlich schnell durch. Und sollte ja Erfolge dann eigentlich bringen, weil sonst ist es ja blöd. Jetzt lassen sie mich alleine. Also, schaut es noch ein bisschen rein. Und ja, jetzt kommt es mit den Spinnen.
Schaut noch ein bisschen rein. Würde mich freuen über ein, zwei Kommentare, wenn kommen, ob es euch gefallen hat. Verbesserungsvorschläge und so weiter. Lasst es krachen. Ich grüße. Das heißt, ich grüße. Was ist denn das für ein Deutsch? Ich grüße euch. Euer Wookie. Ciao. Ordnung, Artyom. Gut, wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück.